Was los? Gibt Essen. Essenszeit. Ich rieche es. Ich könnte gerade alles verputzen. Gib mir einfach etwas zu essen. Hier ist doch schon. Lecker Fisch. Nun, so schnell werde ich also nicht sterben. Danke, Stella. Das ist besser, als ich es mir vorgestellt hätte. Aber eigentlich hast du in der Küche schon immer Wunder verbracht. Vergiss nicht. Sehen die nichts von. Leben nicht von Sonnenschein und Wasser allein. Hin und wieder brauchen wir eine ordentliche Mahlzeit. Du musst selbst herauswählen, was schmeckt. Erinnert mich ein bisschen an Tomodachi Life. Was mich betrifft, weißt du ja sicher noch, dass ich Seelen, Tröster und Gerichte schon immer geliebt habe. Was soll man das? Seelentröster oder Seelenröster? Seelentröster steht da. Und dass ich für eine Tasse Kaffee sterben würde. Weil ich bin nicht sehr wählerisch. Ich kann alles essen. Aber nie dasselbe Gericht zweimal hintereinander. Oh, und bevor ich es vergesse, den hätte ich dich. Ich bin nicht sehr wählerisch, aber nie dasselbe Gericht zweimal nacheinander. Ach Leute. Oh, und bevor ich es vergesse, den hätte ich dir schon früher geben sollen. Ich weiß nicht genau, ob er funktioniert, aber er ist ein Obolus. Ist ein Symbol des Übergangs. Jede Seele muss diese Gebühr entrichten. Aber ich habe das Gefühl, dass du das schon wusstest. Nun gut, verbessern wir diesen Kahn mal weiter. Außer deinem Reißbrett hast du sicherlich schon die Baupläne für ein Feld und einen Garten gesehen. Das bedeutet, du kannst viele verschiedene Pflanzen anbauen. Und dieses Schiff zu einem hübschen Bauernhof machen. Denke, das Feld solltest du zuerst bauen. Das Essen brennt an. Die Ressourcen dafür sind in der Umgebung leicht aufzutreiben. Und dann kannst du Flachs anbauen. Daraus kannst du dann weitere Dinge herstellen. Neben dem Bau des Feldes sollten wir auch Samen dafür kaufen. Darum kümmern wir uns später. Du musst zu einer Insel in der Nähe fahren. Da ist eine Moossteinbucht und dort gibt es etwas, was wir brauchen. Ich will das dir verraten, wenn wir dort sind. Jetzt mal, ja, Umarmung. Aber, mein Chicken Nuggets verbrennen. Gegrillter Fisch. Und gerade noch so gut. Okay, das können wir uns noch nicht leisten. Wir sollen ja erstmal zu der Insel, wurde uns gesagt. Okay, die Insel. Ah, da hinten ist er. Mal auf geht's. Die ist gerade voll. Kauf Fasern ein, kauf Fäden ein, findet den Webstuhl, welchen Webstuhl. Na, wir sind auf dem Weg. Oh, jetzt haben wir halt stehen, sind aber stehen geblieben. Das ist nicht gut. Vielleicht mal einen Fisch angeln. So nicht. Jank. Gibt es auch irgendwo mal anderen Fisch? Okay, wir haben gehalten. Wir sind wohl da. Ein Hering, wie toll.
Sieh mal, Moossteinbucht entdeckt. Wir sollten zu dieser Insel rüber. Was sieh mal. Mach mich schon auf den Weg. Leere Flasche mit große Flasche mit Glimmes. Also gut. Was für ein majestätischer Baum. Gut, du kannst ihn fällen. Okay. Ja, das ist wirklich in Ordnung. Ich schwöre es. Schwör, Digga. Es gibt einfach keinen besseren Weg, an das Holz zu kommen, das du brauchst. Aber keine Sorge, die wachsen im Laufe der Zeit schnell wieder nach. Ein weiteres interessantes Detail über das Immerlicht. Okay, jetzt kriegen wir eine Axt. Oder eine Säge. Katze hilft mit. Weg da! Baum fällt. Gut gemacht. Ein bisschen ernten können wir auch. Können wir noch mehr fällen? Ein cooles Duo. Ein bisschen Minenkraften. Couch. Sah nicht richtig aus. Okay, das muss ich noch üben. Das muss noch geübt werden. Aha. So machen wir das. Okay, geht's nicht mehr weiter. Wir haben die Insel gelootet. Gut gemacht. Glückwunsch. Jetzt bist du zum Tod geworden. Dem Zerstörer der Welten. Mein Scherz, so läuft das nun mal. Nur Zufälle, noch ein paar Bäume. Dann können wir zurück auf das Schiff und das Feld mit diesen ganzen Ahornstämmen anbauen. Ich werde beim Boot warten. Ich komme mit. Wir sind nicht fertig. Marmuk. Ah. Ich hoffe, wir kriegen noch andere Charaktere, die lieber Umarmungen haben. Die für Umarmungen willkommener sind. So den Garten selber bauen. Ein Feld, den Garten haben wir noch nicht. Stück für Stück. In Hochgarten. Warum nicht hier direkt über der Gemüse? Wollen wir den dorthin? Ein Feld. Ha, es sieht besser aus, als ich gedacht hätte. Es hat dieses gewisse Etwas. Schlicht, aber elegant. Jetzt musst du nur noch diese Feldsamen sehen. Samen wachsen nur an den dafür vorgesehenen Orten. Gartensamen gedeihen auf dem Feld,
Nicht, das musst du Gartensamen, ja, das musst du mal Garten kriegen. Aber du kannst mich ja, kennst mich ja. Wir würden sogar einen Plastik-Kaktus eingehen. Also verlass dich nicht zu sehr auf mich. Es gibt jedenfalls nur einen Ort, wo wir was finden können, wonach wir suchen. Theodor hat sich auf Samen spezialisiert. Er hat einen Laden in Hummingbird, dem geschäftigsten Städtchen in dieser Gegend. Theodor und seine Brüder haben Raccoon Inc. gegründet. Eine zwielichtige Kette mit sehr lockeren Moralverträgen. Lass mich raten, die sind Waschbären. Ja, in dieser Welt gibt es ein ernsthaftes Problem mit dubiosen Geschäftspraktiken. Ich möchte nicht, dass du übers Ohr gehauen wirst. Deshalb werde ich mitkommen und das Reden übernehmen. Ich bin diesem dreisten kleinen Waschbären, habe ich gesagt, schon einmal begegnet. Und seine Unredlichkeit war ekelhaft. Also machen wir uns auf den Weg nach Hummingbird. Wir müssen nur ein paar Samen für das Feld finden. Ich habe nicht zugehört, was die gesagt hat. Können wir auch andere Sachen pflanzen? Kaffeebohnen. Wir pflanzen einfach mal Kaffee erstmal. Kaffee ist so eine wichtige Sache. Haben wir keine Gießkanne? Ja, was gießen können? Ah doch, hier. Wir brauchen doch wohl Kaffee. Nicht übergießen. So. Immer weitere Gebiete der Karte werden freigeschaltet. Nach Hummingbird fahren wir gleich los. Ich würde aber gerade. Kaffee war ein gutes Stichwort. Würde ich mal sagen, sitzen wir uns hier angeln. Ein Hering. Ein Hering. Wie sieht's aus? Hunger? Ein bisschen. Da hätten wir noch gerünstete Schalentiere. Und das Schalentiere. Oh nein! Nein, 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 nein! Nicht für mich! Tut mir leid! Dann, wie wär's mit deinen Barbären? Nein, tut mir leid, denn du weißt, dass ich absolut kein Obst essen kann. Ich habe es ja versucht. Es geht einfach nicht. Oh, danke, Stella. Ich liebe Seelentröstergerichte so sehr. Ah, ein bisschen Popcorn. Und Umarmung. Ich fühle mich viel besser. Gleich mal wieder was kochen. Und warte, wir haben Rezepte. Können wir davon irgendwas machen? Ein Rezept haben wir nicht wirklich. Wir können vielleicht Sachen irgendwann kombinieren, wenn wir was haben. Können wir gucken, ob wir die rüber. Rüben können wir kochen. Ich habe eine schöne Rübensuppe.
je, das dauert wieder. Kann man eine Runde ums Schiff schwimmen. Nein, da wachsen schon Pflanzen. Kaffee ist wichtig. In dem Sinne. Oh, was ist los? Du bist so traurig. Ich glaube, die ist nur nachdenklich. Ein bisschen den Himmel betrachten, Sternbild, dort, was auch immer das darstellen soll. Der Mond, die Sterne. Der Spendenbalken und die Logos. Ein bisschen Nachtfischen. Mit R, nicht mit K. Nachtfischen. Was ihr nur wieder denkt. Gärtenschuhe können wir doch hoffentlich irgendwann verkaufen. So viele, die wir hier schon gefischt haben. Das Essen ist fertig. Schnell hin da. Wir wollen es nicht anbrennen lassen. Gegrilltes Gemüse. Ein bisschen Popcorn. Selber essen brauchen wir nicht, oder was? Das wollte ich eigentlich nicht, aber... Ja, holen wir wieder raus. Warte mal, gucken wir mal die Beeren. Den Baumstamm können wir nicht kochen. Die Beeren können wir kochen. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Weiter angeln. Die Schuhe können wir leider nicht braten. Obwohl Schuhsohle bestimmt ein gutes Rezept wäre. Bestimmt auch einige, die das gerne essen. Verdammt! Wollte ich noch nicht rausholen. Und nach, wie weit die sind. Warten noch ein bisschen Holz. Kommt wahrscheinlich Kohle bei raus. Holzkohle. So viel die überwässere ich nicht, aber doppelt gießen als zu wenig.
das Holz, das braucht noch ein bisschen. Können wir schlafen gehen? Ich rufe unsere Holzbrand nicht an über Nacht. Kannst mir nicht erzählen, dass das über Nacht so lange braucht das. Was ist das Problem? Gut, so traurig. Was ist los? Wir wollen ja zur Insel. Stimmt. Ihn dort. Was gibt's Neues? Das sahst aber gerade nicht aus. Die Bohnen Samen wird von der Halskette so bestimmt verkaufen. Ein bisschen Popcorn. Okay, dasselbe zweimal hintereinander ist. Das ist nicht verwöhnt. Danke, ich liebe es. Der hat aber gerade eine Torte in der Hand. Der hat mir gerade gebackenes Ofengemüse gegeben. Okay. Das Holz braucht noch ein bisschen. Bin gespannt, was daraus wird. Gehen wir? Wohin? Oh mein Gott, war Birk wartet. Sind wir schon da? Passt. Hummingbird entdeckt. Verdammt, jetzt haben wir das Holz bei der Hälfte rausgeholt. Verdammt. Ich bin doch dumm. Ich bin so gespannt, was aus dem Holz wird. Können wir erstmal ein Holz gucken? Das dauert vielleicht nicht so lang. Es geht ja, deswegen bin ich so gespannt darüber. Gut. Wir sind hier. Kaufen wir ein paar Samen. Theodore hat auf dieser Insel einen Laden. Statten wir ihm einen Besuch ab. Lieblingsessen schwarzer Kaffee. Ist kein Essen. Mag Seelentröster und Fragezeichen. Alles mit Schalentieren und Obst. Mag sie nicht. Okay. Oh, hallo, wer bist du? Ich gehe nach Hause. Folge mir nicht. Bitte. Ich hasse es, wenn Leute wissen, wo ich wohne. Wenn du meine Adresse kennst, wirst du sie anderen Leuten verraten.
und die verraten sie dann weiter wieder anderen. Hör zu, ich will einfach keine unerwünschte Post. Hör auf, das gehört sich nicht. Hallöchen. Lass mich in Frieden. Das mussten wir einfach machen. Das war sowas von nötig. Ein kleines Dunkleren. Ja, ich hoffe, dass mein nächstes Spiel bald bereit sein wird. Ich habe alle Zahlen überprüft und 5 Pflichten dank an der Theorie gearbeitet. Wenn man sich die Beherrschung schwerer Waffen im Berg Gnomrasse ansieht, gibt es natürlich eine coole Synergie mit der Schurkenfähigkeit ausweiten auf Stufe 3. Klar, es ist etwas schräg, aber hey, 5D20 und automatisch kritische Treffer aus liegender Position sind einfach unschlagbar, oder nicht? Muss ich mir Sorgen machen, weil ich das verstanden habe? muss ich mir Sorgen machen? Du hast die Kontrolle über dein Leben verloren, wenn du das, was er oder sie gerade gesagt hat, verstanden hast. Oh, lass mich raten. Ich bin nämlich ein bisschen hellseherisch begabt, weißt du. Das sind komische Leute hier. Das ist irgendwie irgendwas mit denen. Du heißt Mary? Oder Marguerite? Missy? Nein, warte. Asher. Sag mir nicht, wie du heißt. Ach Mist. Ich werde es schon herausfinden. Eines Tages. Komische Leute hier. Die Bank am Ende des Kais ist mein Lieblingsort. Dort ist es wunderschön und friedvoll. Vor allem nach einem langen Tag bei der Arbeit. Oha. Wer hat denn da gefollowt? Gambler 01. Lustiger Name. Willkommen in der Community. Danke für den Follow. Oh nein. Ich hätte dir nichts davon erzählen sollen, wenn der Ort mein Geheimnis bleiben soll. Tja, jetzt nicht mehr. Ist auch nicht mehr so geheim. Ich suche hier nach dem richtigen Haus, um meine Familie zu gründen. Meine Frau möchte, dass ich etwas finde, das unseren Ansprüchen gerecht wird. Ein Garten, vielleicht ein Schwimmbecken. Ich verlange nicht viel. Ich kann mich einfach nur nicht entscheiden. Ich weiß, dass du mir nicht helfen kannst, aber es hilft, die Dinge auszusprechen. Vielleicht finde ich ja ein verbogenes Juwel. Ein Spaziergang pro Tag hält gesund. Da fällt mir ein. Ich war schon lange nicht mehr beim Arzt. Oh nein. Warum muss ich auf einmal an meine Gesundheit denken? Fühle ich mich plötzlich schlecht? Ich bin nicht krank. Mir geht's gut. Echt lustige Leute hier. Zu dir kommen wir wahrscheinlich gleich. Ja. Oh, ich dachte, du hättest etwas zu sagen. Können wir mal aufs Dach steigen? Abgeschlossen. Können wir da irgendwie hoch? Scheinbar nicht. Gehen wir mal mit ihr. Sieh dir diesen Schrein genau an, Stella. Er ist einfach bemerkenswert. Bestimmte Objekte in dieser Welt haben eine besondere Beziehung zur Seelenfährfrau und zum Immerlicht. Dieses Monument soll die Fähigkeiten des Immerlichts verbessern können. Die beiden Aussparungen müssen gefüllt werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du den Schrein mit Obolussen aktivieren könntest.
Aber um Obolus zu halten, musst du mehrere Seelen auf deinem Schiff willkommen heißen. Du wirst sicher noch mehr verlorene Seelen wie mich finden. Amulette, die man in einen großen Schrein auf der Insel legen kann. Habe ich schon mal irgendwo davon gehört. Komm ruhig näher, potenzielle Kundin. Willkommen bei Raccoon Inc. Wir versorgen Hummingbird schon seit Ewigkeit mit Gütern. Du hast Glimps, ich habe die Waren. Ich habe alles, was du möchtest, um deine wohlverdienten Glimps loszuwerden. Komm ruhig näher. Ich glaube, wir sollten erstmal mit ihr reden.